Frau Holle ist für mich eigentlich das poesievollste Stück. Das hat man ja gleich an den ersten Tönen gehört, dass da sofort einfach der Schnee, der rieselnde Schnee von dem inneren Auge auftaucht. Jetzt egal, ob man Kind oder Erwachsener ist oder ob es die Großeltern sind. Ich denke, das ist das Tolle an dieser Musik, das nimmt jeden sofort gefangen. Auch Gemke ist Theatermusiker. Er leitet die Schauspielmusik in Paderborn seit über 20 Jahren und er hat für uns das tapfere Schneiderlein komponiert und hat dann neben der szenischen Kraft seiner Musik sehr viele Flügel-Innenraum-Effekte angelegt und das macht dieses Stück zu einem Abenteuer für Kinder, nicht nur was das Hören angeht, sondern auch was das Sehen angeht. Wenn Bernd Christian da im Flügelinnenraum herumturnt, dann ist das etwas, wo die Kinder einfach nicht nur innerlich aufhören, sondern auch aufschauen. Das lockte die Fliegen an, die dort in großer Zahl saßen. Scharenweise ließen sie sich auf dem Moos nieder. »Ei, wer hat euch eingeladen?« sprach das Schneiderlein. Und jagte die ungebetenen Gäste fort. Im Wald und da hört man die Äste knacken, die Spechte klopfen vielleicht. Und noch was ganz Verrücktes, was ganz Einfaches, ganz Verrücktes, einfach solche Radiergummis kann man in jedem Papierwarenladen kaufen. Und die stecke ich mal ganz vorsichtig hier auf diese Seiten drauf. Die müssen genau passen. Und sowas nebenbei gesagt, bitte nicht selber ausprobieren, einfach, man kann auch ganz viel kaputt machen, muss man wissen, wie es geht. Aber dann haben wir jetzt hier ganz interessante Töne. Kommt man gar nicht drauf, dass ein Klavier ist eigentlich, ne? Das Schneiderlein aber suchte nun den dicksten Stein aus und warf ihn dem zweiten Riesen mit aller Gewalt auf die Brust. Hey, was soll das? Schrie dieser. Wie von Sinnen sprang er auf und stieß seinen Bruder gegen einen Baum. Der Erste ließ sich nicht lange bitten und ging zornig auf seinen Bruder los. Sie gerieten in eine solche Wut, dass sie einen Baum nach dem anderen ausrissen und aufeinander losschlugen. Bis sie endlich beide zugleich tot auf die Erde fielen. Das hat sich in den letzten Jahren auch immer mehr ergeben, dass wir Musik für Kinder nicht nur als Musik für Kinder sehen, sondern zunehmend auch als Musik mit Kindern. Und dass wir jetzt zum ersten Mal mit Kindern auch gemeinsam bei einer CD-Produktion agieren, das ist schon auch für uns etwas Neues und sehr Spannendes gewesen. Mit Violeta Dinescu haben wir ja schon einmal zusammengearbeitet und diesmal ist es sogar noch ein Stück weitergegangen. Also sie hat eine erste Vorstellung von dem Stück zu Papier gebracht und dann hat sie uns eigentlich gewissermaßen ins Spielzimmer geschickt. Er hat zu uns gesagt, geht mal damit um, ihr könnt auch ein bisschen was weglassen und wenn euch was besonders gut gefällt, dann erweitert ihr das vielleicht. Ja, und fragt auch mal die Kinder, was denen Spaß macht. Ich denke, dass das eigentlich eine, gerade bei einem Stück für Kinder, eine ganz, ganz kluge Linie ist, die man da geht, weil
man Grundmaterialien liefert und einfach das damit umgehen, da kommt dann einfach erst dieser lebendige Mix heraus, wo dann solche verrückte Sachen dann entstehen, dass plötzlich auf einem Gugelhupf musiziert wird. Die Bohne sagte: Ich bin auch noch mit heiler Haut davongekommen, aber hätte mich die Alte in den Topf getan, ich wäre ohne Erbarmen zu Brei gekocht worden wie meine Kameraden. Also bei der Vertonung der drei Dinescu-Märchen, da tauchen die verschiedensten Schlaginstrumente auf, die von den Kindern gespielt werden. Ein Tamtam, ein Chinagong, eine große Trommel, ein Tamburin. Da sagte die Kohle: Was sollen wir aber nun anfangen? Die Bohne antwortete: Was ganz witzig war, unsere beiden Chorleiterinnen, Ida und Steffi, haben die Kinder auf eine Fantasiereise geschickt. Wie kann man mit den Stimmen einen Wald improvisieren? Und das war für uns auch ein großes Abenteuer, was da bei den Kindern herausgekommen ist. Ja, also wenn man so will, spiegelt sich in dieser CD unsere eigene Entwicklung wieder, die vor fast 20 Jahren begonnen hat. Also im nächsten Jahr werden wir beide 20 Jahre alt als Duo. Thank you.